Guthaben aus früheren Zahlungen, angefallene Kosten im Berechnungszeitraum, Fixkosten, Krankenkosten, Wohnkosten, Mahlzeiten, voraussichtliche Unterstützungsleistung, Stipendium der Huna Heritage Foundation, $800. Nachricht bitte, leisten Sie die fällige Zahlung von bis zum 25.03.2012. Aufgrund der vorzeitigen Entlassung werden Transaktionen bis zum 7.03.2012 anteilsmäßig verrechnet. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen bitte so bald wie möglich an die Finanzabteilung. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für Ihren Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Mit freundlichen Grüßen, William Emerson. Okay. Wir, also Schecks Auszahlung an Fireweed. Also er hat quasi für Tyler gezahlt. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich bin schon ein bisschen müde. Es ist wieder 1 Uhr. Faxinformation, Empfänger, Jugendamt, ja, okay, gut, das ist nur Faxinformation, das brauchen wir nicht, es interessiert uns nicht, wahrscheinlich wichtig für irgendwas, aber das sind die Sachen, die ich mir nicht erinnern. I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Junior University, Akademie der Bildenden Künste, Miss Allison Ronan. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Sommerprogramm Zeitgenössische Drama der Akademie der Bildenden Künste der Juno University zugelassen wurden. Wir freuen uns bereits darauf, mit einer sehr passionierten Kandidatin zu arbeiten und möchten Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie können sich über die Webseite anmelden, über die Sie sich beworben haben und dort mehr über die für den Sommer geplanten Inhalte erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie bald auf unserem Campus begrüßen zu können. Mit freundlichen Grüßen, Shane und Streep an dem Administration der Sommerprogramme. Okay, Administration, nicht Administration, sondern Administration. Ja, ich bin wieder echt verdammt müde. Also lesen fällt mir gerade wieder ein bisschen schwer, ich merke es wieder. The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social... Let's put the Vekis next to... Can you not? Oh, das ist okay. Gemeindeveranstaltung ehrt den Ältesten. Sie sind herzlich eingeladen, am 34-jährlichen Festmahl und Tanz für die Ältesten teilzunehmen und die Tlingit-Wurzeln unserer Gemeinde zu feiern. Donnerstag, 15. Dezember 2015. Ich würde es wundern, ob es diese Adresse wirklich gibt. Wahrscheinlich nicht. Hey Eddie, anbei findest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung. Wie immer haben wir dir eine 1 Plus habe ich dir eine 1 Plus bewilligt für den Fall, dass du dass es irgendwann doch nützt. Alles Gute, Elliot. Are you sure you checked all the emails? Verdammt, warte mal kurz. Boah, da muss ich jetzt gehen. Verdammt, ich merke es eben. Ich bin verdammt, 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 verdammt müde. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. And saying that here makes me feel even worse. Ja, ist schon. Wir sind so. To serve and protect is where we start. Our mission is to earn your trust. Ist momentan sowieso... Ja gut, ja, das ist Kanada. Okay, ich wollte jetzt nämlich gerade was zu den aktuellen Weltgeschehnissen sagen. Dadurch, dass es aber Kanada ist, halte ich mal meinen Mund. So. Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Name: Donald Mert. Gerichtsbarkeit: Fairbanks, Alaska. Geschlecht: Oh, männlich, europäisch. Oh, okay. Beschreibung: bewaffnet. Bewaffneter Raubüberfall. Gericht: nördliches Berichts, Bezirksgericht von Fairbanks. Klassifizierung des Falls: Vergehen. Datum: 18.09.2014.
Urteil schuldig, 6 Monate Haft, 1 Jahr Bewährung. Eintrag Nummer 2. Beschreibung. Flucht vor Strafverfolgung, Aussage vor Gericht. Gericht, nördliches Bezirksgericht von Fairbanks. Klassifizierung des Falls Vergehen. Urteil schuldig. Beschreibung. Besitz, Verwendung von Drogenzubehör. Gericht, nördliches Bezirksgericht von Fairbanks. Klassifizierung des Falls Vergehen. Resultat. Schuldbekenntnisstrafe verhängt. Vor allem, wie kommt man, wenn man solche Vorakten hat, wirklich auf die Idee, sich bei einer Polizeistation zu bewerben? Wieder Donald M. Mert. Kontakt, E-Mail, donaldmert@cmail.com. First Class, 3 Aufgaben. Verantwortlich für Vorgehen des Teams, Unterstützung in der Ausbildung von Untergebenen, Wartung von Ausrüstung, Sandwich Artist bei Metro Sandwiches von 1999 bis 2000. Aufgaben, Überwachung der Anfertigung von Sandwiches, Bedienung der Kasse zur Abwicklung von Transaktionen mit Kunden, Aufrechterhaltung der Moral. Ausbildung Northpool High School 1997 bis 1999, Halt der mittleren Reife 2000. Notiz von Eddie, der taugt viel. Was? Notiz von Eddie? Der taugt vielleicht, okay. Vielleicht. Entlassung. Unter ehrenhaften Bedingungen aus der Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika. Hiermit wird bestätigt, dass Donald M. Mert, Privat First Class, US Army von 26. April 2012 unter ehrenhaften Bedingungen aus dem Dienst für die Vereinigten Staaten entlassen wurde. Unterzeichnet John Harald Miller, Major DC. Nee, weil ich da jetzt noch gar nicht gucke, Allison. Ich gucke erstmal alle anderen privaten Sachen durch. Boah, ich bin die ganze Zeit beim Gehen. Ansehen. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh no. Oh yes. Burn it. Burn it with fire. Huh. Hey you. Sammlerstück, jetzt bekomme ich gleich die Achievements doppelt. Hier und jetzt da unten rechts und jetzt nochmal auf dem Streaming-Rechner wegen Xbox. Danke. Schön, wenn man die Sachen immer dreimal sieht. So. Naja, gut, und dann sehe ich es nochmal doppelt, weil ich ja das Aufnahmefenster links nochmal sehe. Also, ja. Warte, ich guck nochmal hier. Boah, ich bin die ganze Zeit am Gehen. Also ich werde jetzt... Ich weiß nicht. Ja, 2 Folgen würde ich schon gern haben. Ich muss durchbeißen. Ich muss 2... Also ich fühle mich noch gar nicht müde. Kennt ihr das, wenn ihr euch noch gar nicht müde fühlt? Also ich bin zum Beispiel, meine Augen sind noch topfit. Ich bin auch irgendwie noch total bei der Sache, aber lesen fällt mir irgendwie gerade schwer. Und ich muss die ganze Zeit gähnen, aber ansonsten bin ich eigentlich hier und ich muss schon wieder eigentlich, verdammt. Nam, 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 nam. Oh Gott, wieso muss ich jetzt so verdammt viel gähnen? Ja, das ist, also ich werde jetzt wirklich gleich aufhören müssen. Aber werde jetzt auf jeden Fall noch gucken, dass ich jetzt noch ein bisschen da was hinbekomme. Und ich muss schlafen, denn ich muss eigentlich um 6 Uhr aufstehen. Und jetzt ist es 1.20 Uhr. Das ist nicht gut. Und ich muss das noch schneiden. Obwohl das Schneiden mittlerweile das wenigste Problem ist. Jetzt sind es die neuen Thumbnails. Wow. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Warte mal. Achso, das ist schon deutsch. Okay. Also. Hi, Chief. Wegen der Nachfrage von Ronin-Fall eher bla bla, die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du sonst noch etwas brauchst. Thomas Arbor, Dallas Crossing Police Department. Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Guten Morgen, Chief. Tess und ich würden dich gerne am Donnerstag zum Abendessen einladen. Ich weiß, dass du ihren Räucherlachs nicht widerstehen kannst. Ich habe ihn zwar selbst nicht gefangen, aber nichtsdestotrotz ist er tagesfrisch. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Thomas Wetschi, Wendy Witschi Wetschi. Tom Wetschi für das Bürgermeisteramt. Okay, toll. Okay, da sagt er nichts.
Guten Morgen alle miteinander. Bitte denkt daran, dass eure Anweisungen am Mittwoch, dem 11. November, 13 Uhr erforderlich sind. Anwesenheit. Wir müssen alle teilnehmen, also sagt Bescheid, wenn ihr verhindert seid. Ich mache einen neuen Termin. Wie ich diesen Morgen bereits erklärt habe, sprechen wir über das sogenannte BIAS. Das ist keine Strafe und steht auch nicht mit der Entlassung von Renny Spears in Verbindung. Wir können alle von dieser Diskussion profitieren, ungeachtet unserer persönlichen Umstände. Im Mail-Anhang findet ihr etwas Lesematerial, über das wir sprechen werden. Und ich bin für Rückfragen verfügbar. Chief Eddie Brown. Erinnerungen. Staatsratssitzung. Wir müssen Sie an Ihre bevorstehende Staatsratssitzung erinnern. Zeit Samstag, 5. November 2015 um 10 Uhr. Ort Veranstaltungssaal des Standrats von Juneau. Wir freuen uns auf Sie. Ich weiß immer noch nicht, wie man es sagt. Du hast dann alle geantwortet, du Genie. Blablabla. Mensch, wer hat denn heute Morgen in den Kaffee gepisst? Leute, wir sind ja alle erwachsen. Wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in die Spüle lässt, sollte lieber lernen, hinter sich aufzuräumen. Oder ich werde diese Person eigenhändig in die Spülmaschine stopfen, damit sie sehen kann, wie sie funktioniert. Mit freundlichen Grüßen, Maria Oliva, Delos Crossing Police Department. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Ja, also müssen wir jetzt ins Archiv drüber. Da fängt schon wieder die schöne, mysteriöse Musik an zu tudeln. Ich brauche unbedingt eine Tell Me Why Playlist danach auch, weil ich höre mir ganz gerne immer die Soundtracks von Life is Strange an. Aber ich brauche unbedingt noch die Soundtracks von Tell Me Why. Das Problem ist, ich muss das Spiel erst wirklich durchgespielt haben, bevor ich es mir anhören kann. Weil ich mag mich nicht im Vorhinein immer spoilern. Ich mag, dass die Lieder immer das erste Mal zu hören. Wenn es zum Beispiel so ein Endsong ist, hat es mehr Meaning. Es hat einfach mehr Gefühl. I guess we should look up that reference in the archives. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Go on, try. Ja, dam du di du. Das heißt, die Knöpfe sind's nicht, ne? Das kennt man schon, Life is Strange. Das. Ja, danke. Gut, dass ich Life is Strange gespielt habe. Ja. Naja, also es werden natürlich nur diese Ziffernblöcke sein. Also heißt 0, 1, 4 und 6. Und dam du di du. Also warte mal, was? Nee, warte. Da. Warte, da? Nee. Ja, ja, da. Dumm. Du. Dai. Nee. Gee, only 24 different possibilities. Warte, wie ging noch die Melodie? How did that tune go again? Dum da dee doo. I'm sorry. I don't dum da dai doo. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Dum? Ja, das ist falsch. Dum da dai doo. Ach so, doch. The first two seem to be right. Ja. Dum da dai doo. So. Yes. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R6-8653.
Look it up. Look it up, she says. Okay. My Aerosings? Not this one either. No, that's not it. So, warte mal. Ich sehe die Zahl halt nicht. Air 6. Ja, 5-2. Was ich sagen wollte, wer macht bitte einen Nummernblock? Jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn... Das ist übrigens, glaube ich, unsere Kiste, das oder das. Wer macht einen Nummernblock? Also so einen Zahlencode mit unterschiedlichen Melodien. Das ist doch total dumm. Das, dann kann man ja genau das machen. Man kann daneben stehen, hört die Melodie und kann dann daraufhin rein. Das ist doch total bescheuert. Also, ich meine, für Spiel gut, aber für echt total dumm. Würde niemand so designen. Okay, gut. Ja, nee, ich weiß schon, das hier. Nein, dann das hier. Wahrscheinlich hätte es ein Achievement gegeben für erstes Mal finden, ne? Chronologische Aufzeichnung. 22:35 von meinem Partner Officer Chris und Holt über den Unfall an der 12. Canary Road informiert. Weiße Frau identifiziert als Mary Ann Ronan. Geboren 8.7.1964 von Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen, bla bla, Brown. Holt und ich erreichten den Tatort. Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist. Bla bla, zu Ihnen. Name D, minderjährige geschwärzt, Ronan und Name D, minderjährige geschwärzt, Ronan, geboren 7.3.94, ausfindig gemacht, Kinder der Mary Jane Ronan, Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in den Obhut von Streifenpolizist Jay Chen gegeben. Brown, ach so, warte mal, das ist ja unsere Akte, Idiot. Dollars Crossing, weiße Frau identifiziert als Mary Jane Ronan, geboren 8.7. Seht ihr, ich bin gerade so dumm, ich habe mir das gerade durchgelesen und erst unten gecheckt. So in den See gefallen und habe schon wieder komplett vergessen gefühlt, was passiert ist. Zeugen. Die minderjährige geschwärzt. Aha. Ronan geboren. Gut, weiter. 23:41 Uhr, gerichtsmedizinischer Ermittler Day Dickens trifft an Tatort ein. Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O'Dolly. Vor Ort Fotografieren des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Wrestler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Scheune Brown. Genau, das ist quasi die Schrotflinte, die ja schon wieder vergessen, wie hieß. Nee, Eddie ist der Polizist. Wie hieß denn der? Naja, der Betrunkene halt, ne? Also der was quasi noch vorher in der letzten Aufnahmesession oder so, oder ein, zwei Folgen zurück. Wahrscheinlich circa sowas, ne, war der ja enttäuscht. Well, so far I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Leichnam wurde an Gerichtsmediziner überführt. Tatort gesichert. Brown. Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem Name D. Minderjährige geschwärzt. Ronans Haare durch Schwester Allison Ronan habe kurz schneiden lassen. Habe Mary Jane Ronan, Ronan mit einer Waffe bedroht. Als Ronan, bevor ich floh, habe M.A. Ronan an den Pier verfolgt. Ronan habe Mary Jane Ronan, die zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown, 6.30 Uhr Tatort untersucht. Die von bla bla Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Brown. Die Schere war nicht da. Die Schere hatte doch die Mutter in der Hand, oder? Fall an Staatsanwalt B. Cross übertragen. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Ronans Haare die Schwester kurz schneiden lassen.
Und haben diesen noch bedroht, der eine Stichwunde zugefügt. Gut, das deckt sich eigentlich momentan mit beiden Geschichten. Hört er dieses Abhaken? Gehört das zur Musik? Nee. Nein. Es liegt an mir, glaube ich. Okay. Keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan, March 1st, 2005. Schlagwörter wählen. Beide. Nichts, nichts. Ja. Ja, mehr gibt's nicht. Akten wählen. Die Suche nach zwei Akten ergeben. Nee, warte mal, was ist... Ja, das gleiche halt. Nee, warte mal. Nochmal kurz. Okay, ja, gut. Zuletzt aktualisiert, Speicher, bla bla, 24 Stunden Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformation plus Zusammenfassung des Verbrechens. Autopsiebericht, Speicher, M.A. Ronan, persönliche Daten und... Strafenregister. 05 R6 2 7 6 6 05 R6 05. Was ist das? That's not it. Okay. Finding anything? Yeah. Ich brauche noch. Just give me a minute. It's a mess in here. Come on, we need to hurry. C5, R6, das ist es. Nope. Not this one either. Where's the damn box? Well. Hä? Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz jetzt einen Cut setzen. Das könnte das sein. Ich muss mal kurz einen Cut setzen, weil ich höre die ganze Zeit dieses Flimmern. Und ich weiß nicht, ob das von der Musik ist. Ich glaube, das ist von meinem Mischpult. Ich hab da gerade... Ich kann mal... Ja, ich mach mal... einen kleinen... Oder wie lange nehmen wir auf? 41. Warte mal, ich guck mal ganz kurz mal vor, dass ich einen Cut mache. Ja, machen wir es kurz live hier. Und zwar ganz kurz, nur einen Moment. Ich mache mir mal das hier auf. Und gucke mal. Weil ich glaube, das dauert jetzt zu lange. Verdammt. Projekt schließen. Und dann hier... weil ich habe ja Angst, dass diese Aussetzer quasi von hier sind. Tell me why. Mach ich mal hier auf. Das geht von 9. Ich hätte 19. 9. Ich hätte genug. Ja, dann wisst ihr was wir machen. Wir machen das jetzt so. Ich mache jetzt hier. Ich beende jetzt hier die. Ja, ich beende hier noch nicht die Aufnahme, komm. Ich schnapp mir jetzt noch dieses... Ah, hier ist es. Doch, das ist es. Lüg mich doch nicht an, das ist es. Das ist es.
Come on, we need to hurry. Ja, nimm. Warte, nein. Nimm. Aber das geht nicht zum Nehmen. Das Einzige, das ich denken würde, dass es ist, geht nicht. Ne, das kennen wir schon. What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? Okay, jetzt merke ich es. Es gehört, glaube ich, zur Musik. Ja. Okay. Gut. Ah, dieses... Ah, das ist einfach so ein Geräusch, das quasi kommt, wenn beim Mischpult was nicht stimmt. Dann gibt es auch dieses Geräusch. Ja, diese Sounds sind richtig. Ich glaube schon, dass das Mischpult ist. Dass das die Original-Sounds sind. Boah, ich hoffe es so sehr. Oh, das macht mich gerade richtig fertig. Das ist ein richtiges... Richtiges... Okay, ich muss jetzt nochmal fragen. Das ist ein richtiges... Arschiges Lied. Ach so. Kill the Ronin. Bingo. Was Bingo? Ich möchte den Rest lesen. Okay. I need to check out 0501 COM EBR. 05? Das ist alles mit R6. Das da. There. What the hell? Brown reported Marianne to Child Services. What do you mean? I'm looking at a fax receipt with Brown's name on it. Sent to the Office of Child Services with the subject Ronan family. What? There has to be more to this. Just keep looking. Huh. Ah, die Musik. Die ist so schlimm. Fürs Aufnehmen einfach Krebs. Shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? Halt ihn hin. Stole him. No shit, Sherlock. Tell him you need to talk in his office. Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformation, Zusammenfassung des Verbrechens. Gut, damit können wir nichts. Was? 05, R63, 325. R63, 05, R6, das hier. Anweisung zur vorübergehenden Ingewahrsamnahme der Unterbringung durch das übergeordnete Gericht des Staates Alaska. Vorübergehende Unterbrechung. Minderjährige Person unter dem Alter von 18 Jahren. Anweisung zur Ingewahrsamnahme oder Unterbringungen. Aufgrund vorliegender Umstände, die die Unterstützung der ausstehenden Petition begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes oder einer Unterlassung der Minderjährigen in Bezug auf der Bewährung Verhaltensauflagen. Das Gericht befindet sich bei überwiegender Beweislast, dass eine Ingewahrsamnahme oder Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zum Schutze der Jugendlichen oder anderen Personen notwendig ist. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für Jugendstrafrecht DCC zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung wie dem Wohnzentrum Fireweed für verhaltensauffällige Jugendliche unterstellt wird. Es liegt im eigenen Ermessen der DGG, die minderjährige Person unter einem weiteren Gerichtsbeschluss zu unterlassen. Weitere Anweisungen. Das Umstehende wird durch mündliche Erkenntnisse unterstützt, die zu Protokoll gegeben wurden und in der Unterlagen des Sachbearbeiters enthalten oder anderweitig wie unten aufgeführt sind. Anweisungen zur Ingewahrsamnahme unter Unterbringung empfohlen am Datum des Inkrafttretens 18.03.05. Gerichtsvorsitzender A. Benjamin. Richterin Erica Wright, ich bestätige die Übermittlung einer Kopie dieser Anweisungen an bla 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 Einrichtung zur Unterbringung
oder in Gewahrsamnahme Sachbearbeiter Curtis Davis.